Doch, habe ich doch vorhin gesagt gehabt. Ja, dass wir wieder irgendwas zusammenbauen wollen. Ich wusste nicht, dass es das Bauernhaus ist. Weil ich doch gesagt habe, dass wir das zusammenbauen. Ja, das ist jetzt eh nur so eine kleine Hütte geworden. Einfach so. Das sollten wir richtig mit roter Wolle machen. Das sieht dann bestimmt ganz nice aus. Ich weiß nicht, wie man sich mal so eine alte Scheune vorstellt. Ja. Ich habe noch nie mit Wolle gebaut. Wie fand ich Wolle immer komisch. Wen jetzt, den Geschichtslehrer oder? Nein, ich habe noch nie mit Wolle gebaut. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn du mit unserem jetzigen Geschichtslehrer schon mal was gebaut hättest. Da hätte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ja auch. Ich nicht. Also jetzt nicht um Benny, ne, sondern um Wolle, weil der Minecraft spielt. Junge, der ist bestimmt Gronkh. Glaube ich auch. Schön, dass so wir Stimmverzerrer. Schön, dass wir hier ganz indiskret keine Namen erwähnen. Hä, wir haben noch nicht mal einen Vornamen oder Nachnamen genannt. Ach, wir machen ein bisschen Werbung für Gronkh. Da müsst ihr uns eigentlich für bezahlen. Ja, Wolle. Dann darf man auch Pille sagen hier. Stimmt. Nimmst du die Pille? Nimmst du die Pille? Pille ist behindert. Nein, die Pille ist behindert, so die zur Babyverhütung, das meinst du doch sicherlich. Nee. Die Pille wurde ja ursprünglich dafür gemacht, dass Frauen besser schwanger werden. Hat dann irgendwie doch nicht so ganz geklappt. Ja, ist irgendwie so ein riesen Fail so in der Menschheitsgeschichte. Da hinten ist noch Sand. Oh ey, und die letzte Aufnahme ist ein bisschen gefailt, weil ich bei Fraps auf Split Every 4 Gigabyte eingestellt hatte und da musste ich ganzen Videos zusammen schneiden, ey. Das Rendern hat so ewig gedauert. Bis nachts um 1 hat das gedauert. Aber das ist mir ja wert. Stimmt's? Oh, da ja, hab ich schon längst gefällt. Auf jeden Fall. Ihr hättet auch nicht anders gehandelt, richtig? Nein. Ich hätte genau dasselbe gemacht. Denkt dran, gleich morgen hochzuladen. Oder Samstag, da geht auch. Was macht ihr gerade so Schönes? Ich versucht unser Haus zu bauen. Und du, irgendeine tippt doch gerade über irgendwas nebenbei ein. Das. Ja. Was machst du denn da? Ich habe mal gerade etwas geguckt. Also wie es aussieht, müssten wir Mathe noch in nächster Zeit fertig machen. Ach so, du hast geguckt, ob sie ausfällt. Oder du hast geguckt, ob sie ausfällt. Genau. Mother of God, ey. Das ist wirklich das Einzige, worauf ich jetzt nicht Lust habe. Boah, ich würde jetzt ja gerne was trinken, aber A, das hört sich ganz schön komisch an während der Aufnahme und B, ich habe hier keine Trinkflasche in der Nähe. Und C, wenn ich wieder weggehe, dann kommen hier wieder solche lustigen Geschichten von euch. Aber sie sind doch immer so lustig. Die ich nie mitbekomme. Ach. Du kannst sie dir ja später anhören. Es war nicht dasselbe, aber. Ihr, du uns hier auf den Stuhl vertrocknest. Wie so alte Holzrinde. Geil, hier ist irgendwas in der Erde. So ein Loch. Alter, was ist das? Cool. Geil, geil. Ich habe hier irgendwas Unterirdisches gefunden. Da werfe ich mal meine Schneebälle rein. Die brauche ich ja nicht. Warte, kann ich hier reinwerfen? Die brauche ich nicht. Nein, die sollen nicht wieder zurück in meine Hand fallen. Oh, es wird schon wieder Nacht. Verdammt, ich brauche Holz. Was für ein Holz denn?
Eichenholz. Können wir mal schlafen gehen? Das gefällt mich irgendwie nicht, wie ich das gemacht habe. Ich muss hier, glaube ich, nochmal eine Treppe noch eine runterbauen ins Tal, dass ich auch wieder direkt von da aus auf mein Haus zugehen kann. Können wir mal schlafen gehen? Ja, ich bewege mich gerade Richtung mein Haus. Sofort. Also noch nicht, ich muss mal kurz am Backofen ein paar Sachen da reinwerfen. Ich muss erstmal in mein Haus kommen. Uah! Alter! Alter! Was denn? Alter! Was denn? Junge, ich hatte so eine kleine Mini-Höhle unter meinem Haus. Das, die meine ich, glaube ich. Unter meinem Haus war das. Ich hab hier in der Nähe auch irgendwas gefunden gehabt. Was nee, das war keine richtige Höhle, das war eigentlich nur so ein kleines Loch da drin. Ich lieg hier gerade irgendwo mitten in der Wildnis und wenn mich gleich irgendwas angreift, bin ich tot. Deswegen wäre es nett, wenn wir jetzt schlafen gehen könnten. Okay, ich gehe auch gleich extra raus aus dem Bett, dann vielleicht stirbst du, ja. Ja, ich kann ja nicht mehr laufen, ich brauche Essen. Ich brauche auch Essen, aber ich lieg schon im Bett. Ich glaube, ich werde gleich mal ein paar Kühe schlachten gehen. So leid es mir tut. Ich werde, nachdem ich jetzt gleich meine Glasbarrikade da fertig habe. Okay, danke schön. Bitteschön, werde ich mir... Meine Erntemaschine fertig bauen. Ihr könnt ja schon mal, wenn ihr ein paar Samen sammeln, wenn ihr welche findet. Ich hab schon 20. Nice. Müssen mal gucken in unserer Bergbehausung. Oh, da Entschuldigung, auch noch ein paar. Es tut mir leid, Zuschauer, dass ich jetzt gerade gerüstet habe. Du Schweinchen. Aber was raus muss, das muss raus. Nein, dazu zählt nicht ins Mikrofon furzen. Boah, wer kommt noch solche abartigen Ideen? Ja, ich nicht. Ich sammle mal ein bisschen Essen. Ja, wäre nett. Aber ich finde irgendwie keine Kühe. Okay, oder Schweine oder irgendwas. Schlachte mal keine Schweine. Ich muss sie gleich erstmal alle zu uns anholen und dann alle da einsperren. Ja, die Schweinchen da bei uns in der Nähe habe ich jetzt entlassen. Ich bin ein bisschen weiter gelaufen. Das gefällt mir hier nicht so. Was mache ich denn mal? So, ihr Kühe, es tut mir leid. Ich hab die Minimap ja gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch nach Hause komme. Du bist jetzt auch immer nach Hause gekommen. Ich habe mich hier, glaube ich, noch nie verlaufen in diesem Spiel. Oder ganz selten nur. Und in den Anfangstagen, als du das erste Mal gespielt hast. Ja, da bin ich nie weit weggegangen. Da wusste ich aber noch nicht, wie das alles geht. Das ist noch unsere Alcatraz-Welt. Da hatte ich ja so einen riesen Dungeon unter meiner Höhle. Unter meinem Haus. Oh, ich hab mich darin ausgekannt wie in meiner Westentasche. Ich wusste, ich kannte jede Ecke, jeden Stein, jede Fackel, jedes Monster. Ja. Ich bin einmal reingegangen und hab mich sofort verlaufen. Ja, Junge, ich hab den Server auch schon ein bisschen länger bespielt gehabt. Ja, das waren noch Zeiten. Das war dann das erste Mal, dass ich, das zweite Mal, dass ich bei dir war und das erste Mal, dass ich bei dir gepennt hab, glaube ich. Und ja. Dann kam Bodo noch an da. Genau, weil wir so ein geiles Referat halten mussten. Ja. Das beste Referat, das die Welt je gesehen hat. Ich nehme mal noch ein bisschen Zuckerrohr hier mit, was ich so finde. Mach mal. Ich habe bei mir auch was in meinem Haus. Oh, ich baue hier mal eine Treppe runter. Dass man auch von da aus zu meinem Haus gelangt. Geil. Finde ich auch. Es tut mir leid, dass ich das jetzt alleine gemacht habe, aber ich habe ein NPC-Village gefunden. Nicht dein Ernst. Mother of Doch, God, ey. Das allererste, das ich in dieser ganz neuen Version je gefunden habe. Und es sieht... Es ist in der Wüste, deswegen sieht man es kaum. Ja, die sehen je nach Biom immer anders aus. Junge, heftig, da muss ich gleich mal hin. Du, Benny, wir hatten noch gestern die Pyramide gefunden gehabt. Mhm. Darunter gibt's doch Schätze, hat mir heute einer erklärt. Du musst ja? In diesem Hauptraum da in der Mitte die Wolle in der Mitte abbauen. Da fällt's irgendwo runter, da ist dann so eine schöne TNT-Falle und die springt dich dann weg. Habe ich schon sehr oft Erfahrung mitgemacht. Das hat was mit Dummheit zu tun. Geil. Und hast keine Smaragde mit. Hier ist ein Schmied und der hat so einige coole Sachen in seiner Kiste. Ja. Nimm mal alles mit. Auch einen Diamanten. Nimm mit. Junge, da findet er schon wieder die geilen Sachen, während wir hier... Ja, das tut mir ja leid, das hätte ich gern mit euch gefunden, aber das ist wirklich ganz zufällig. Ja, kannst ja nichts machen.
Ich nehme mal die Bücherregale hier mit. Die kannst du ja nicht so wirklich mitnehmen, ne? Ja, ich nehme die Bücher mit. Warte, hier könnte ich auch Weizen für dich sammeln. Ja, mach mal. Wäre ganz und nice. Samen. In welche Richtung bist du denn gelaufen? Dann könnte ich da vielleicht auch mal gleich was holen. Oder hast du noch genug Platz im Inventar? Ich will da auch mal hin nochmal. So, Inventarplatz habe ich noch genug. Finde ich mal geil. Ich kann Marvin, mach mal deine Minimap auf. Warte kurz. Also das Menü. Marvin, geh du mal hin. Das ist, glaube ich, geiler, wenn du da hingehst. Weil dann sehen die Zuschauer das auch. Ja, ich warte kurz. Minimap, ja. Dann Waypoints. Dann unter Waypoints. Ads und dann nehmen wir mal die Daten. Ja, warte. F3 war das, ne? Ja. Also ich bin bei X714. Warte, 714. Ja. Und Z ist minus 246. Minus 246. Ja. Wie weit ist die? Und die Y-Koordinate? Nennen Sie mir Alter, die ist egal. Das nennen Sie mir trotzdem. 64. 64. Auf der gleichen Höhe, wie ich gerade bin. Cool, ne? Und das mache ich mal rosa. Das nenne ich NPC Village. Das erste auch noch. Okay. Dann können wir ja auch bald ein bisschen handeln. Ja, ich hab's auf der Welt. Wenn du da hingehst, nimm mal alles Magnum mit, die wir so haben. Erstmal brauche ich was zu essen. Und ja. So, das ist richtig geil. Der Weg zu meinem Haus ist jetzt richtig geil. Hier sind zwei Villages nebeneinander. XD, Roffel, Atomroffel. Finde ich lustig. Ja, ich hab's. Oh, 700 Blöcke ist das entfernt hier. 700 Meter. Ja, ich bin ein bisschen weiter gelaufen. Ah, hobbyloses Kind, ey. Ja, ich suche ja eigentlich Essen, aber. Ja, Essen habe ich jetzt hier indirekt auch. Die Bewohner, bist du Kannibale? Nein, ich meine hier Weizen. Du bist ein Kannibale. Benni, hast noch was zu essen? Wo bist du eigentlich? Ich bin hinter meinem Haus bei unserer Bauerngegend hier. Und ich habe ein Fleisch noch. Und das brauche ich selber. Oh, geil, ey. Ich überlebe das nicht, wenn ich da hinten hingehe. Obwohl, warte, ich habe noch 3 rohes Fleisch. Ich habe ja gerade unsere Kühe geschlachtet. Die kann ich dir geben. Aber wir haben nur 3 Kühe. Das ist ja richtig ernüchternd. Ja, noch, ne? Wir hatten am Anfang nur 2. Warte mal. Komm mal zu mir, dann kann ich dir ein paar Steaks geben. Mhm. Ich lass mal deinen Weizen gedeihen. Ich habe hier noch ein bisschen Knochenmehl. Mhm. Als Gegenleistung. So, dein Weizen ist erntebereit. Das ist schon mal. Kannst du eigentlich auch abpflanzen, dann hast du Brot. Ja, genau, gute Idee. Dann kann ich doch gleich 9 pflanzen. Das kannst du gerne tun. Tralalala. Oh ne, jetzt fange ich mit dieser komischen Melodie an. Schäm dich. Schande über dich. Asche auf dein Haupt. Genau, die will ich auch gerade bringen. Bald werden wir ja richtig viel Brot haben. Wie auf unserer einen Welt, wo wir diese Mega-Erntemaschine haben. Ja. Da hatten wir alle zu viel Brot. Keiner hat sich das genommen. Nee. Am geilsten war ich ja. Ich hatte da 2 Schalter und du drückst den falschen, wenn du löst die ganze Erntemaschine aus, die noch nicht mal zur Hälfte voll war. Ja, ist ja egal, passiert. Es hat auch immer so geil geruckelt, wenn die dann ausgelöst wurde. Bisschen. Ich habe 6 Steaks jetzt. Du hast 6 Steaks? Steaks. Achso, muss man Deutsch sprechen. Oh, nee, das ist eine Pyramide. Oh, Alter, was findest du da für einen geilen Stuff? Geh mal da noch nicht rein. Warte erstmal, genau, bis Marvin da ist. Dann warten wir, bis ich will da nicht rein. Die tötet mich. Ich hab richtig Angst vor den Teilen. Dann mach dir doch in der Nähe ein Bett. Und dann schlafen wir einmal. Da hast du deinen neuen Spawnpoint. Was hältst du davon? Oder du nennst mir die Koordinaten der Pyramide. Die ist 50 Meter vom Dorf entfernt. Dürftest du nicht übersehen. Du findest immer so geile Sachen, weißt du? Weil er ein bisschen hobbylos ist. Warum hobbylos? Ich habe Essen gesucht. Ich denke, du wolltest dein Haus fertig bauen.
Du kannst auch mal unter mein Haus in den Creeper tönen. Habe ich dir auch schon mehr als einmal vorgeschlagen, dass das einer für euch mich macht. Weil ich springe sowieso wieder in die Luft.